Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, dem DLC New Car World. Dem wahrscheinlich letzten DLC, das zu Fallout 4 rauskommen wird. Leider. Hier ist Öl. Hier ist so eine kleine Öllache auf dem Boden, das gefällt mir nicht. Naja, ich sehe das Ding. Kann ich es nicht entschärfen? Ja. So. Am Arsch, nicht mit mir. Ich werde nicht abfackeln. Na toll. Welche Tür nehme ich? Na super. Links, rechts oder Mitte? Ich nehme links, weil ich Linkshänder bin. What the fuck? Naja, toll. Ich habe die Option gewählt, wo ich durch ein radioaktives Gebiet laufen muss. Oh, geil. Geröstet wie ein, ne? Eieiei. Komm schon. So. Es gibt kein Schloss, das dich draußen hält. Das stimmt. Oh. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich will noch einmal in den Raum zurückgehen und gucken, ob ich hier eventuell noch irgendetwas mitgehen lassen kann. Ich habe ja eh Red Away dabei. Von daher, ich kann das ganze Zeug hier ruhig mitnehmen. Und mich hier ausgiebig umschauen. Das ist voll in Ordnung. Vorkriegsgeld, Tischventilator. Nur auf diese Weise bin ich überhaupt erst in der Lage, mein ganzes... Oh, was haben wir hier? Rostiger Schlüssel. Oh, damit hätte ich das Schloss wahrscheinlich so aufgekriegt. Aber es zu knacken, macht die ganze Sache natürlich etwas spannender. Würde ich behaupten. Ich mag es, Schlösser zu knacken in dem Spiel. Anno. Sage ich und beschwere mich direkt danach. Vor Frust. Das wär's. Zack, zack. So, reicht. Die Waffen brauche ich nicht. So langsam. Okay, ich glaube, das war's. Rausheben. So. Dann Hilfsmittel. Red Away. Zack. Und was nehme ich jetzt noch zu mir? Maulwurfsrattenhappen. Gibt es noch Leckeres? Ja, das Meier der Königin Steak. Warum nicht? So. Oh je. Und weiter runter. Meine Fresse, wann komme ich hier endlich raus? Oh, New Car World Zugangstunnel. Ah. Klingt auch nicht gerade nach einem sicheren Ort. Beziehungsweise ich habe so langsam das Gefühl, dass in New Car World kein einziger Ort sicher sein wird. Wenn jeder Besucher hier schon so empfangen wird, toll. Das. Scheißegal, was du tust. Die Feuerprobe erstattet dir sowieso alle. Soll das heißen, die Feuerprobe wird niemals enden? Sie wird erst mit meinem Tod enden? Willst du das damit andeuten? Oh Mann. Was haben wir denn hier? Ein kleines Terminal, das wir eben hacken können. Salt. Yard. Gang. Cool. Ja. Turmsteuerung. Okay. Über ihr Verteidigungssystem. Nutzerbefehl auf die Aktivierung, Deaktivierung. Nehmen diese für alle anderen Nutzer. Scheiß drauf. Nein. Ja, okay. Wenn ich da jetzt trotzdem nochmal dran gehe, warum nicht? Systemdiagnose. Ja, bitte wählen Sie. Was denn? Okay, offline, offline, alles sauber, offline, alles sauber, bla. Uninteressant. Da soll ich lang. Hier gibt es aber noch einen Durchbruch. Was gibt's denn hier? Kochstation, oi. Krass. Ich könnte mir hier jetzt was kochen. Warum machen die so etwas hier hin? Warum gibt es sowas hier? Denken die, man hat jetzt
total viel Fleisch auf dem Weg hierher gefunden und man könnte sich damit was zu heilen zusammen kochen. Also, um das möglich zu machen, habe ich aber ein bisschen zu wenig Fleisch gefunden. Habe ich mir gedacht. Ja. Ups. Ah, toll. Das war so schlimm, dass es mich glatt in die Wand gebackt hat, die Explosion. Na, ganz toll. Halte die Taste für den Pip-Boy gedrückt, um sein Licht an- und abzuschalten. Ja, weiß ich. Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller Opfer! Pff, wer... Oh Mann. Jetzt nennen sie mich schon Opfer, die Opfer. Super. So. Wisst ihr was? Diesmal werde ich jetzt schon die Granate hier hinschmeißen. Viel Spaß! Nö, ich bin einfach zu clever für euch. Ich werde alle kaputt machen. Sicher ist sicher. Sehr schön. Schön viel Loot. Wunderbar, das freut mich doch. Perfekt. So einfach geht das. Perfekt. So, ist hier hinten noch was? Sieht nicht danach aus. Also dann weiter. Oh, schon. Diese versperrten Schlösser immer. Das wär's. Gott, was. Ich weiß echt nicht, was mich als nächstes erwartet. Und das macht das Ganze umso schlimmer. Wie schön. What the fuck? Was sind das für Geräusche? Hört ihr das? Das wirkt auf mich wie irgendein Viech, das gar nicht richtig atmen kann. Oi. Nein. Red Rattenfleisch? Okay, Red Ratten kannte ich noch nicht. Ups. Ah, ich habe wieder eine Falle ausgelöst. Shit. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Longfellow, lass mich bitte. Danke. Einfach weitergehen. Ein Automatik-Alien? Euer Scheiß Ernst? Spastis. Zugegeben, für eine Sekunde dachte ich tatsächlich, dass da ein echtes Alien stehen würde. Aliens gibt es ja. Wissen wir ja, dank dem Hauptspiel. Die Setana heißen die? Wenn ich mich richtig erinnere. Strahlungsemitter, her damit. Ja. Na, da bin ich mal gespannt. Das fängt ja schon super an, ey. Wir sind ein Spielball von Raidern. Die einfach nur zu gut vorbereitet sind für Raider. Und zu viel gutes Equipment haben für Raider. Und sogar deutlich mehr Spaß an dieser Sache haben als Raider. So, war die Mine von euch scharf gestellt? Falls ja, dann war das etwas lame. Die konnte man ja total gut sehen. Uiuiui. Hä? Nein, die Bretter werden überhaupt nicht zusammenkrachen. Überhaupt nicht. So. Nein, what the... Manno! Scheiß Ernst? Na toll.
Nein, geh weg, 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 geh weg. Ach, ihr Säcke. Ups. Oh Mann, das kann ja heiter werden. Kriegen wir noch mal zwei von denen. Nein! What the fuck? Was hat mich denn jetzt getötet? Was hat mich getötet? Im Ernst? Oh, na toll. Schnitt. So, habe jetzt direkt vor dieser Brücke wieder gestartet. Toll. Halt bloß die Klappe, du Arsch. Ach, na toll. Stirb, geh weg. Lass mich in Ruhe. Aua. Geh doch einfach weg. Was ist daran so schwer zu verstehen? Drecksviech. Craig. Craigs Plan. Was auch immer der Plan war, er scheint nicht funktioniert zu haben. Aha, was haben wir hier? Gehärtetes Scharfschützengewehr. Die Zeit wird für einen Moment verlangsamt, wenn die letzte Kugel im Magazin geladen wird. Ah ja. Hey! Geht weg! Toll, also kriege ich überhaupt kein Ei? Oh ja, schlüpft am besten alle gleich aus. Aha. Und hier wäre ich durch die Tür gekommen, wenn ich es nicht wieder verkackt hätte. Na gut. Aber öffnen tue ich sie wenigstens. Aus Prinzip. Hihi. Allein sie das sagen zu hören, ist schon wieder super. Da weiß man, ah, das ging denen gegen den Strich offensichtlich. Oh. Ich habe wieder irgendwas ausgelöst. Und irgendwie hat sich nichts getan. Oh, das war die Küchenbacke. Ja, ich schon, solange sie nicht in meiner Nähe stattfindet. Solltest du nachvollziehen können. Beziehungsweise das wirst du nachvollziehen, sobald ich dir meine Michael Bay Waffe in den Arsch halte. Glaub mir, dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. So. Aha. Vergiss es, diesmal nicht. Alter, wie viele Granaten haben die hier aufgehangen? Haben die nichts zu tun? So Vorräte sammeln und so? Ist ja gar nicht, ey. Wie langweilig den ist. Schiert. Ah, das kann man ja unmöglich alles entschärfen. Beim ersten Mal. Ja, Longfellow. Lauf am besten noch rein ins Feuer. Ist schön warm. Ein Kerl wie du hält das doch garantiert aus. Ach, halt die Klappe. What? Was ist denn jetzt los? Fängt er gerade an, die Luft hier raus zu pumpen, oder was ist los? Cool. Mal sehen, ob unser Opfer das Gas ausschaltet, bevor es ihn ausschaltet. Komm schon, dreh. Shit. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Also entweder dreht er mir gerade die Luft ab oder, keine Ahnung, er senkt die Sauerstoffsättigung, whatever. Ach, oder er dreht Gas. Er lässt Gas eintreten, das ist natürlich noch schlechter. Bin ich hier gerade in Saw gelandet? Auf einmal hat sich das gerade in einen Saw-Film verwandelt. Ach nee, echt? Da ist noch ein Ventil. War's das?
Ehrlich gesagt, wirkt es, hört es sich gerade so an, als ob das das gewesen wäre. Oder sind hier noch irgendwo Ventile? Ey, geht weg! What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Was haben wir denn hier? Versorgungsterminal. Ach Gott. Survival, komm schon. Lighting. Ey, gibt's das nicht? Sehr gut, Versuche zurückgesetzt. Servants. Disbands. Agreeing. Inserted. Bin drin. Na, endlich. Turbinenstatus überprüfen. Turbineinheit 427A wurde nicht gefunden. Wenden Sie sich bitte umgehend an die Wartungsabteilung, um eine Abschaltung der Servicestation zu verhindern. Generatorstatus überprüfen. Alle Generatoren sind derzeit abgeschaltet. Kondensatorstatus abrufen. Wasserstand unterhalb des Sicherheitsminimums. Temperaturkontrolle wurde nicht gefunden. Wenden Sie sich bitte umgehend an die Wartungsabteilung. An alle Mitarbeiter. Es wurde uns mitgeteilt, dass einige Mitarbeiter der Nachtschicht den Park nach Betriebsschluss zu Vergnügungszwecken betreten haben. Dies ist streng verboten und wird zu einer fristlosen Kündigung führen, falls es noch einmal geschieht. Personen, die den Park nach Betriebsschluss zum Arbeiten betreten, müssen die erforderlichen Unterlagen einreichen, sowie vollständig bekleidet und nüchtern sein. Die Firmenleitung. Sicherheitstürsteuerung, sehr gut. Auf damit. Komm schon. Klappe. Irgendein Schlüssel gefunden? Ah, hier. Okay, puh. So. Nuka Worlds Wartungshäuschen. Ey, noch ein verdammter Teil des Dungeons, bevor ich mich in die Außenwelt begeben kann. Was ist denn hier los? Die hatten echt zu viel Zeit, oder? Die bekannte Nuka-Cola-Flasche in Raketenform ersetzte die traditionelle geschwungene Flasche, nachdem die Firma von einem Konkurrenten aufgrund von Patentverletzungen verklagt worden war. Na toll, schon wieder nicht alles gelesen. Alter, wie viele verschiedene Nuka-Cola-Sorten gibt es denn bitte? Guckt euch das an. Quantum, Victory, Orange, na. Dark? Was bedeutet Dark? Ist da mehr Koffein drin oder was? Oder Kaffee? Mensch, jetzt mach doch mal hin, bitte. Bitte erzählt mir nicht, dass das wieder eine unendliche Ladezeit ist. Dankeschön. Geht doch. So, was ist hier jetzt? Oh. Alter. Ah. Oh, sorry, Longfellow. Ah, verpisst euch. Oh, sind die eklig. Leuchtende Ameisen? Okay. Ah, da ist ein Giddyup. Buttercup. Interessant. Interessant. Puh. Alles so verfallen hier. Das macht einen schon leicht melancholisch. Ups. Alter. Wer schießt mir da gerade in den Arsch? Drecksäcke. Oh, Cola Cars Arena. Das ging schnell. Das war wahrscheinlich nicht so abgesehen, dass ich da so schnell durchkomme. Garantiert nicht. So. Boah, eins sage ich euch. Nachdem ich diesen Part beendet habe, werde ich mich erst einmal schön mit einem neuen Manga es mir gemütlich machen. Aber erst einmal sollte ich mich jetzt auch heilen, damit ich nicht den Part mit einem Tod beende. Wäre nicht schlecht. Ribeye Steak. Das könnte ich mir reinpfeifen. Jaugoi-Rippchen, verstrahltes Blut, Todeskranzsteak, Stechflüglerfilet,
Mutantenhundekeulen. Ja. Ach ja. Da hinten sehe ich schon mal einen der Anführer von dem Haufen. Sieht zumindest stark nach dem Anführer aus. Ja. Sprechanlage. Hallo. Hast du mich schon angeschlossen, Gage? Ja, Boss. Endlich. Schalt jetzt den verdammten Alarm aus. Ja, bin schon dabei. Wo ist denn... Ah, da ist ja mein nächstes Opfer. Sieht mickrig aus. Hier eine kurze Erklärung, wie es läuft. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show. Eine Show, in der ich die Wände mit deinem Hirn verziere. Dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ende. Denkst du, du bist toll, weil du so weit gekommen bist? Ja. Denk nach. Gut, Gage. Lass ihn durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Junge, was glaubst du, warum? Alter, dein Ernst? Guckt euch das an. Der Kerl ist ja wie so ein Miniscooter. Muss der jetzt permanent an das Stromnetz da oben angeschlossen sein? Damit er in der Lage ist, die Rüstung zu benutzen, oder wie sehe ich das? Ist ja witzig. Es ist gleich so weit. Nach Ischelow ist das bestimmt das beste Gewächsel aller Zeiten. Denk dran, die letzte Überlebensdauer gegen Koscher beträgt aktuell 1 Minute 37 Sekunden. Schlage ich locker. Aber wisst ihr was? Das werde ich nicht mehr in diesem Part machen. Verdammt! Ist vorbei jetzt? Okay. Also dann, den Kampf gegen diesen... Wie heißt der Kerl? Overboss irgendwas. Colter. Genau, Overboss Colter. Den werden wir erst im nächsten Part erledigen. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Fallout 4 Nuka World, wo wir dem Kerl eine ordentliche Abreibung verpassen werden und mal sehen, was danach passieren wird. Ich bin gespannt. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!